alle aus dem Gemeindegebiet Neunkirchen, Widdersbach und Umgebung. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsicher sitzt das Adlerjunge im Nest. Bisher hat sich seine Mutter rundum um alles gekümmert. Aber jetzt traut sie ihren Jungen zu, selbst zu fliegen. Ein Junges nach dem anderen stupst sie aus dem Nest. Das Letzte sieht noch, wie die anderen losfliegen, doch der Zweifel sitzt tief. Werde ich das überhaupt schaffen? Wird die Luft mich tragen? Und wenn ich doch abstürze, wird meine Mutter mir dann helfen? Unsicher steht es vor den Scherben seiner Existenz. Angefangen hat alles mit einem Streit. Und jetzt steht alles auf dem Spiel, was ihm wichtig ist. Vor allem seine Familie. Er kann sich kaum auf die Arbeit konzentrieren. Ob er die wohl behalten kann? Nichts ist mehr wie bisher. Er weiß nicht mehr, worauf er sich verlassen soll. Er ist resigniert, zweifelt. Wird er das schaffen? Wer wird ihn tragen? Wer kann ihm helfen? Unsicher schaut Thomas seine Freunde an. Was sie da erzählen, das kann er gar nicht glauben. Jesus soll da gewesen sein. Naja, dass Gott stark ist, das glaubt er schon. Aber Tod ist immerhin Tod. Er hat Jesus doch selbst am Kreuz gesehen. Wie soll er denn ohne Jesus weitermachen? Macht seine Aufgabe als Menschenfischer überhaupt noch Sinn? Wer kann ihm jetzt noch Kraft geben für sein Leben? Unsicher steht Lea vor dem hölzernen Götterbild. Die Neubabylonier haben Jerusalem erobert und sie sieht, an welche Götter die glauben. Kann ihr Gott überhaupt gegen die ankommen? Dann hätte er Jerusalem doch beschützt. Will er überhaupt noch helfen? Verborgen ist mein Weg vor dem Herrn. Meinem Gott entgeht mein Recht. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? So klagt sie mit den anderen Israeliten. Diese vier kleinen Beispiele erzählen von Zweifel. Ich denke, ihr kennt diesen Zweifel. Passt das, was ich mache? Mögen mich die Leute um mich herum? Schaffe ich, was ich mir vorgenommen habe? Solche und andere Fragen kennt der Zweifel. Der Prophet Jesaja richtet allen, die zweifeln, etwas von Gott aus. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, dass ich ihm gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat diese Gestirne erschaffen? Der vollzählig herausführt ihr her, er ruft sie alle beim Namen. Wegen seiner Fülle an Kraft und mächtiger Stärke fehlt kein einziges. Warum sagst du Jakob? Warum sprichst du Israel? Verborgen ist mein Weg vor dem Herrn. Meinem Gott entgeht mein Recht. Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die Enden der Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft. Dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt. Junge Männer stolpern und stürzen. Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Lea hat diese Worte gehört vom Propheten Jesaja und irgendwie hat es ihr Mut gemacht. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann kann er auch den Israeliten helfen. Wenn Gott die Israeliten schon mal befreit hat, kann und will er ihnen immer noch helfen. Obwohl Lea die Hoffnung manchmal fast aufgeben will, sie vertraut darauf, dass Gott sich um sie und um ihr Volk sorgt. Obwohl sie Gottes Wege immer noch nicht versteht. Ungläubig fasst Thomas die Wunden von Jesus an. Also haben seine Freunde doch recht. Jesus lebt. Gott ist stärker als der Tod. Auch im Zweifel, im Versteck, in Angst und Trauer findet Jesus einen Weg zu seinen Freunden. Thomas jubelt und nimmt sich ganz fest vor, davon muss ich weitererzählen. Sein Leben
hat wieder einen Sinn. Fröhlich lese und höre auch ich die Botschaft von der Auferstehung. Gott ist sogar stärker als der Tod. Es gibt mir Kraft, immer wieder. Trotzdem stehe ich manchmal unsicher da, zweifelnd, mache mir Sorgen. Was mir dann wieder Mut macht, ist, dass ich auch damit zu Gott kommen kann. So wie das Adlerjunge werde ich auch manchmal aus dem Nest gestupst und muss alleine fliegen. Doch wie die Luft trägt, so trägt mich auch dieses Vertrauen auf Gott. Und wie das Adlerjunge manchmal Hilfe braucht, so brauche ich auch manchmal jemanden, der mich wieder auf Kurs bringt. Auch wenn ich vieles nicht verstehe, was Gott tut, so übe ich mich doch immer wieder darin, ihm zu vertrauen und zuversichtlich in die Zukunft zu schauen. Ich vertraue darauf, dass Gott auch dir Kraft gibt, dass sich Gott für dich ganz persönlich interessiert und für das, was eben dich beschäftigt. Probier es doch einfach mal aus und erzähl es ihm. Ich glaube, er hört zu. Amen. Großer Gott, ich bringe dir alles, was mich freut. Ich bringe dir alles, was auf mir lastet. Ich bringe dir alles, was geht und was nicht mehr geht. Mein Können und mein Unvermögen, meine Macht und Ohnmacht. Manchmal zweifle ich daran, ob du dich wirklich darum kümmerst. Auch diese Zweifel bringe ich dir. Ich lege dir alles ans Herz, was mich beschäftigt. Bitte schenke mir den Blick auf dich, damit ich neue Kraft bekomme. Darum bitte ich dich durch Jesus Christus. Amen. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.